kann nicht schlafen. Diese schrecklichen Bilder im Kopf. Vielleicht ist auch die Zombie-Apokalypse nicht mehr so furchterregend. Seit 2 Millionen Zombie-Spiel. Oh, Ethan, du bist schon wieder wach. Ja, ich hatte einen Albtraum. Aber ich denke, das ist normal, dass man in so einer Situation keinen klaren Kopf hat. Wie lange habe ich denn geschlafen? Etwa 2 Stunden. Wenigstens etwas. Nun, wenn ich schon wach bin, kann ich auch gleich aus dem Bett aufstehen. Haben wir mit dem Ei gepennt? Ich meine, Körperwärme ist ja gut und schön, aber... So, was hast du? Hey, mein Freund. Du bist schon wieder wach? Konntest du nicht schlafen? Nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Die Situation raubt uns allen den Schlaf. Was hat sich in der Zwischenzeit alles getan? Tja, so einiges. Ein neuer Überlebender hat es hergeschafft. Er sitzt dort drüben am Tisch. Der Typ ist ziemlich, naja, ich sag mal anstrengend. Wie auch immer. Hör dir an, was ich vorhin rausgefunden habe. Als du vorhin geschlafen hast, war ich kurz draußen und bin am Blumenladen vorbeigekommen. Da drin ist scheinbar noch ein weiterer Überlebender. Ich glaube, es ist eine Frau. Ich habe es auf jeden Fall eine weibliche Stimme weinen gehört. Es wäre gut, wenn jemand diesen armen Teufel da rausholen würde. Hab ich glaube falsch gelesen, egal. Ich hatte leider keine Zeit, mehr rauszufinden. Der Nebel war zu dicht und ich spürte, wie infiziert es sich schon näherten. Ethan, könntest du... Wir müssen den restlichen Menschen in Dukatia City auf jeden Fall helfen. Natürlich. Blumenladen, sagst du? Wo ist er genau? Er ist am nordöstlichen Haus in der Stadt, direkt neben der Arena. Das solltest du ohne Probleme finden. Leider kann ich dir keinen Schlüssel oder so etwas geben. Klopf mal an und schau, ob jemand reagiert. Okay, ich werde es mal versuchen. Sollte nicht allzu lange dauern. Ein anstrengender Überlebender. Was ist? Entschuldige, Sie sind doch neu hier, oder? Applaus, gut erkannt. Was ist denn noch? Sorry, ich bin echt nicht gut drauf. Aber egal. Wenn du schon mal hier bist, ich bin Walter. Walter Hoffmann. Sonst noch was? Ah ja, ich darf mich nicht so sehr aufregen. Ich habe ein paar Herzprobleme. Du denkst, ich bin alt, hä? Ich bin erst 45, alter alt. Ist schon, du versteinerst langsam, alter Sack. das hat nichts mit meinem Alter zu tun. Die Herzprobleme hatte ich schon immer. Oh, Scheißdreck, meine Medizin ist bald aufgebraucht. Ja, blöd, ne? Ey, Kitty, alter, halt die Fresse. Meine Medikamente werden wirklich knapp. Und ich will wirklich nicht daran denken, was passiert, wenn meine Tabletten aufgebraucht sind. Also sind die Medikamente lebenswichtig? Nein, natürlich nicht. Natürlich kann man mit permanenten Herzproblemen so lange überleben, wie man möchte. Gar kein Problem. Was für eine Frage. Meine Güte. Wenn's was am Herzen ist, ist es immer lebenswichtig, okay? Dummer Junge. Alter, was? Ekelhafter Sack. Hör zu, ich brauche die Medikamente wirklich dringend. Jetzt reichen sie zwar noch, aber in wenigen Tagen werde ich sie aufgebraucht haben. Und wenn das passiert, könnt ihr mich gleich auf einem Leichenhaufen entsorgen. Verstehst du? Das werde ich liebend gern tun. Ich drehe dir auch noch gerne zweimal ins Gesicht. Zweimal, weil, ne? Verstehst schon. Die Hoden, die da auf dem Kinn runterhängen. Ja, verstehe. Ich habe mein Rezept vorhin immer im Pokémon Center bekommen. Dort sollten auch die benötigten Medikamente zu finden sein. Ich habe vorhin schon mit Schwester Joy geredet. Sie hat den Schlüssel für das Pokémon Center. Sie wird dir den Schlüssel geben. Ach ja, und hey Kitty. Danke. Alter. Du kannst mich mal. Geht sie gut, Ethan? Ja, ist nichts Neues. Und hier? Auch nichts Neues. Joy? Hallo, Ethan.
Walter hat vorhin schon über sein Herzproblem geredet. Damals haben wir ihm immer Tabletten ausgegeben. Aber einige Zeit später kam er auf einmal nicht mehr. Scheinbar hat er in der Zwischenzeit die Medikamente woanders herbekommen. Was? Hier, ich gebe dir den Center-Schlüssel. Er hat die Medikamente woanders bekommen? Die Medikamente sind im oberen Stockwerk zu finden. Du wirst dich ein wenig umschauen müssen. Ich wünsche dir viel Glück. Pass gut auf dich auf. Wie kann man... Sind das vielleicht einfach nur Ausreden für Drogen? Ich meine, Herzprobleme. Weiß nicht, wie die Medikamente da funktionieren. Alter. Es ist neblig. Es ist ein bisschen sehr neblig. Alter. Komm her. Kleiner, fetter Junge. Okay, haben wir auch noch geschafft. Ich möchte hier gerne noch einmal abspeichern. Was? Kann nicht gespeichert werden? Ihr wollt mich doch verarschen. Achso. Ich kann nicht speichern, wenn Gegner in der Nähe sind vielleicht. Daran könnte es liegen. Alter, wir sind schon massig über der Zeit. 29 Minuten. Leute, ich glaube, ich schneide den Part in zwei Hälften. Weil... Das macht hier keinen Sinn mehr. Fuck. Falsche Taste. Okay. Erstmal klopfen. Hallo? Ist hier jemand drin? Wer ist da? Hier ist Ethan, ich bin ein Pokémon-Trainer und ich möchte Ihnen helfen. Man hat mir gesagt, hier sei jemand drin, der meine Hilfe gebrauchen könnte. Könnten Sie mir die Tür aufmachen? Ich weiß nicht. Ich möchte kein Risiko eingehen, das verstehst du doch, oder? Hören Sie, ich bin nicht gebissen worden oder sowas. Und ich möchte Ihnen auch nichts antun. Ich bin einfach nur ein Überlebender. Das ist egal. Ich komme aus dem Schutzbunker, der im Untergrund von Dukatia City liegt. Und ich soll nach ihnen sehen. Wir helfen jedem Überlebenden. Wir bieten Schutz und Nahrungsmittel. Dort ist es sicher. Lassen Sie sich ihnen helfen. Hier draußen ist es auf gar keinen Fall sicher. Glauben Sie mir. Wir haben dort unten eine Menge guter Leute, die sich um sie kümmern werden. Und du sprichst auch wirklich die Wahrheit, junger Mann? Natürlich. Ich habe keinen Grund, sie anzulegen. Naja, jeder hat einen Grund. Vor allem in so einer Situation. Wenn sie die Tür öffnen, können wir sofort verschwinden. Der Schutzraum ist nur ein Katzensprung entfernt. Ist gut, ich schließe die Tür auf. Du kannst jetzt reinkommen. Ich traue der Sache noch nicht unbedingt. Danke, dass sie mich hier reingelassen haben. Draußen ist es sehr gefährlich. Selbst dann, wenn man ein Pokémon dabei hat. Ich weiß, wie es draußen ist. Manchmal schaue ich aus dem Fenster und sehe diese veränderten Menschen und Pokémon. Selbst Freunde und Bekannte, die regelmäßig in meinen Blumenladen einkauften, haben sich verändert. Sie schlurfen jetzt nur noch über die Straße mit einem unglaublichen leeren Blick. Ich erkenne sie alle gar nicht mehr wieder. Das sind nicht mehr die Menschen, die sie einmal kannten. Tut mir leid, ich vergaß meine Höflichkeit. Mein Name ist Susanne und ich bin der Besitzer dieses Blumenladens. Und du bist Ethan? Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Was sagst du über diesen Schutzbunker? Ist es dort wirklich sicher? Wer ist alles dort? Ich muss hier einfach weg. Ja, wir sind eine etwas größere Gruppe dort unten. Einige Leute dürfen sie sicher kennen. Wir haben einmal unseren Anführer Dave, der sich um alles kümmert und regelmäßig untersucht, was in Dukatia City vor sich geht. Oder Martha, die Pension leitet. Sie pflegt die Leute, nachdem Schwester Joyce sie behandelt hat. Jeder von uns hat eine bestimmte Aufgabe. Vielleicht könnten sie ja Gemüse oder sowas anbauen. Wer ist das da hinten? Das war einmal mein Mann. Was ist mit ihm passiert?
Er ist von uns gegangen, vor nicht allzu langer Zeit. Hat Eve sich also deswegen weinen hören? Es tut mir sehr leid für sie. Susanne, was ist denn passiert? Er hatte eine Krankheit. Eine Krankheit, die tödlich, aber heilbar ist. Eigentlich hätte er ins Krankenhaus verlegt werden sollen, aber dann kam es zu diesem Ausbruch und keiner konnte sich mehr um ihn kümmern. Wir haben uns vor Tagen hier im Laden eingeschlossen. Wir hatten genug Lebensmittel, aber sein Zustand verschlechterte sich mehr und mehr und vor wenigen Stunden verstarb er. Oh oh, nicht gut. Mein herzliches Beileid. Vor wenigen Stunden, der wird bald, und so, aber das können die hier drin noch nicht wissen. Deswegen muss ich hier so schnell wie möglich raus. Selbstverständlich. Ich werde noch ein paar Sachen zusammenpacken. Dann können wir gehen. Oh, ich hab's schon geahnt. Hm? Frank? Du lebst? Geh da weg, Lady. Das ist nicht gut. Susanne, Vorsicht! Nein, wieso geht die noch? Und ich dachte schon, ich hätte dich verloren, Schatz. Du sagst es, es ging dir nicht gut und dann hast du deine Augen geschlossen. Ich habe versucht, deinen Puls zu spüren, aber da war nichts. Und geatmet hattest du auch nicht mehr. Susanne, nicht! Ach Gott. Wie kann man denn sowas nicht erkennen? Naja, halt blind vor... Alter. Alter! Verdammt. Ich konnte sie nicht beschützen. Das hätte nicht sein müssen. Sie hätte nicht sterben müssen, verdammte Scheiße. Lol, wir weinen. Ich sehe es gerade unten am Bild. Noch ist es nicht vorbei, ne? Die muss auch noch töten. Die ist nicht tot. Es tut mir so leid. Ist hier noch was drin? Was wir vielleicht benutzen könnten? Ja, ich kann nicht angreifen, also lassen wir es halt. Was haben wir noch hier zu tun? Alter, der Nebel. Irgendwas wollten wir noch. Okay. Wir hatten noch eine Aufgabe. Ach ja, wir müssen noch ins Pokémon Center wegen der Medizin für den Alten. Tür entriegelt. Wieso werfen wir eigentlich den Schlüssel immer weg? Oh, der ist, boah. Ist ja gut. Alter! Geht doch. Sind hier keine Pokébälle mehr? Der PC ist aus. Und er wird auch vermutlich nicht angehen. Wenn das Lagersystem funktionieren würde, könnte ich meinen Weberack von meiner Box holen. Das wäre schon geil. Sieht aus, als müssten wir die Medikamente suchen. Nichts. Die Verpackungen sind alle leer. Vollkommen leer. Halt! Moment! Trank erhalten, yeah! Das gefällt mir. Der ist auch aus. Das macht keinen Sinn, in den Tauschraum zu gehen. Ach so, das ist der hier.
Ja auch. Einen Versusraum brauche ich auch nicht zu gehen. Artbricht vom 19. März. Die plötzlichen Unruhen in der Stadt fordern eine Menge Opfer. Auch wenn die Polizei sich über das Thema... über das Thema ausschweigt, hier stimmt etwas nicht. Heute wurde ein Patient bei uns eingeliefert, der völlig zerbissen war. Wir konnten ihn nicht stabil halten, er verstarb. Der Tod trat aber nicht wegen der genannten Bisse ein, nein. Das Problem war dieses unerfindliche Fieber, welches der Patient hatte. Er glühte richtig. Letztendlich gab sein Körper den Kampf auf und es erfolgte der Exitus im Patientenbett. Wir erklärten ihn für tot, kein Zweifel. Kurze Zeit später brachte ich den Toten runter in die Leichen, in den Leichenkeller. Ich wollte unbedingt wissen, was dieses ungeheure Fieber ausgelöst hat. Ich machte einige Tests, kam aber nicht voran. Nach einigen erfolglosen Stunden wollte ich schließlich den toten Patienten obduzieren. Irgendwas musste da doch sein. Also setzte ich wie gewohnt den normalen Y-Schnitt entlang seiner Thorax an. Inmitten des Schnittes sprang plötzlich der totgeglaubte Patient auf und attackierte mich. Er war total durchgeknallt und ließ nicht von mir ab. Ich wusste, er würde mich töten, wenn ich nichts unternehmen würde. Also nahm ich das Messer in die Hand und rammte es durch seinen rechten Augapfel. Er verstarb. Nochmal. Ich habe seinen Leichnam wieder auf den Obduktionstisch gelegt und ihn diesmal festgeschnallt. Aber bis jetzt hat er sich nicht mehr gerührt. Meine Kollegen habe ich davon nichts erzählt. Hauptsache, er schreibt es in ein öffentliches Blatt hier oben. Ich muss unbedingt wissen, was hier los ist. Tja, diese Bisswunde, die er mir zugefügt hat, brannte bis vor kurzem fürchterlich. Aber mittlerweile fühlt die betroffene Stelle eher taub an. Ich fühle mich nicht gut, mein Kopf schmerzt. Meine Körpertemperatur scheint leicht erhöht. Das ist alles, was ich zu diesen seltsamen Fällen niederzuschreiben habe. Dr. Theodor Moss. Nachtrag vom 20. März. Wie ich mitbekommen habe, wurde Dr. Theodor Moss von einem Infizierten gebissen. Als ich die Wunde sah, gab ich Alarm, damit dieser sofort unter Quarantäne gestellt wird. Wir können es nicht riskieren, jemanden mit einer Infektion bei uns zu haben. Jeder, der näheren Kontakt mit Infizierten hatte, muss weggesperrt oder getötet werden. Nur so kann man diese Epidemie stoppen, Schwester Joy. Ach so, das war der Doktor. Okay, lässt sich nicht öffnen. Ich habe mich schon immer gefragt, wofür diese riesige Maschine gut ist. Das weiß ich auch nicht, aber wir haben hier ja... So gesehen ist hier nichts mehr, ne? Hier ist alles leer, hier ist nichts mehr dran. Ich kann hier noch hier klicken, aber da passiert nichts. Und da sind das hier auch. Ach so. Hier sind viele Medikamente in flüssiger Form. Nützt mir nichts. Pflasterpackungen und Kopfschmerztabletten. Nein. Ich würde es trotzdem mitnehmen. Da ist es ja. Herztabletten erhalten. Jetzt nichts wie weg. Und hier ist nichts mehr übrig. Okay. Irgendwas wird doch passieren. So, bevor ich jetzt hier, ne, mache ich mal wieder einen kurzen Zwischencut. Zwischencut. Alter, 14 Minuten. Ja, ich mache hier auf jeden Fall einen Cut. Wir speichern ab, so. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Part von Let's Play Pokémon Dusk. Bis zum nächsten Mal.